Mal schauen, wie es mit Morning ist. Alter. Yo, was ist das für ein Wasser? What the fuck? Wenn ich später mal dieses Screenshot heraussuchen muss, für das Thumbnail, ey, ich habe keine Ahnung, was ich nehme. Ich habe, also es sieht alles so krass aus, Mann. Diese Straßen, dieses alles einfach. Leck mich am Arsch. Wir sind Bord, oder? Wir können fliegen. Oh, wir können schnell fliegen. Wir können richtig schnell fliegen. Okay, Elektrizität. Passt es nicht so direkt, aber okay. Okay, hier ist ein Weg nach drüben. Es ist so hübsch irgendwie, aber andererseits, manche Sachen, so wie das hier. Warte mal, ist das ein Hintergrund oder verschwindet das dann wieder? Ach nee, es ist kein Hintergrund, es ist wirklich so. Das ist irgendwie so. Oh, es ist krass. Es ist. Ich weiß es nicht. Ich find das alles so krass irgendwie und andererseits. Ich will nicht sagen, dass es nicht zusammenpasst oder so, aber. Ich bin geflasht, wie krass das ist und trotzdem finde ich irgendwie, dass es teilweise halt so. Man hat irgendwie so verschiedene Sachen zusammengeworfen, die irgendwie nicht zusammengehören, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kann nicht steuern. Ich würde raus, ganz gern. Okay. Alter, wie krank das halt einfach ist. Holy moly, ey. Ey, Flife kann so geil ausschauen. Ohne Witz. Ich meine, wie krass ist das bitte? Ich meine, du kannst es hier releasen und angeben, so hier, yo, 2020, neues Game. Die Leute würden es abkaufen, die würden es feiern, die würden die Grafik feiern, die Maps, alles. Also das müssen hier, glaube ich, eine der besten Maps sein, die ich jemals gesehen habe. Und das meine ich wirklich. Und ich. Alter, was ist da hinten schon wieder? Was ist das bitte? Yo, was ist denn das? Alter, wo geht's denn da hin? Ich will rein. Okay, ich bin drin, aber ich wollte irgendwie anders rein. Okay, also. Krass. Wirklich. Wirklich unglaublich. Gehen wir kurz schnell zurück nach St. Morning. Wir schauen uns einfach alles an. GPU-Last 61%, by the way. Das ist jetzt ein bisschen too much. Meiner Meinung nach. Alter Schwede. Was ist denn das? Yo, die ganzen Kristalle oder was das da oben ist. Ey, ist das noch Flife? Ich meine. Alter, wie hübsch ist das bitte? Oh mein Gott, ey. Ja, ich bin durch für heute. Ich bin sowas von durch. Da oben ist auch wieder so ein Portal. Wisst ihr, was ich schön finde? Dass die hier diese Maps nicht so komplett zerstört haben und neu aufgebaut haben, sondern dass die da einfach so komplett remastered haben. Das ist halt wirklich. Das ist Perfektion. Das ist. So, die Tür ist sogar offen. Ich will da rein. Ich vermute, dass es halt nur. Dass es keine echten Dungeons sind. Oh. Aminos. Euer Ernst? Party Skills sind im Ding drin. Okay, oder auch nicht. Ja, gut. Ich kann mit Level 16 Aminos rein. Das ist interessant. Und der Eingang ist in St. Morning. Okay. Also, auch hier muss man sagen, diese Wüste. Also, für diese Wüste passt dieser Effekt auch wirklich wieder so geil. Ich meine, schau dir mal das an, wie cool das bitte ist. Alter, wie HD das halt einfach mal ist. Das ist wirklich heftig. Ja, mir fehlen die Worte. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll.
Also allein hier spielen ist wahrscheinlich. Man entdeckt einfach. Man entdeckt Flife neu. Crafting Hub, lol. Das ist halt wie das erste Mal Flife spielen. So krass ist es einfach. Halt noch krasser. Weil ich meine, hier ist wirklich alles in super heftigem HD einfach. Das Ganze wird doch so klein irgendwie. Also klar, wir sind natürlich jetzt gerade sau schnell. Aber auch ansonsten so, ich meine, diese ganzen. Alles ist so nah beieinander jetzt irgendwie. Also durch die höhere Sichtweite. Ich bin heftig geflasht. Also ganz im Ernst. Visuell Nummer 1 auf ewig. Die Maps. Achso, waren wir schon? Hier habe ich was gesehen. Man sieht ja schon so einen kleinen Einblick. Ey, wartet mal, was ihr da gleich seht. Irgendwie auch der Buffgang ist irgendwie schärfer, kann es sein. Und der Pattamer. All die Texturen sind einfach wirklich jetzt richtig krass in HD. Okay, hier sieht man schon ein bisschen was von dieser Fabrik und so. Ich glaube, das ist halt auch ein Teil der Story oder so, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ey, was spiele ich hier gerade? Alter, wie krass das ist. Ich meine, ihr kennt das ja hier, das ist ein Trillergebiet und so da. Hier steht eine Trille rum. Alter, what the fuck, die Steuerung ist voll buggy. Jo, wie schön halt das einfach ist, Mann. Können diese Leute einfach für Gala arbeiten? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, ich bezweifle, dass das Gesamtkonzept. Ich meine, ich kenne das Gesamtkonzept jetzt nicht. Sag ich ganz ehrlich. Aber ich sage mal so, das Serverkonzept besteht augenscheinlich jetzt nur für mich. Ich kann falsch liegen, ich kann falsch liegen. Aber für mich sieht das ganz momentan so aus, als würde das Gesamtkonzept darauf liegen, auf den Maps. Auf dem visuellen. Und halt zu 85%, 90% Maps. Der Rest, glaube ich, ist halt, hängt halt so ein bisschen hinterher irgendwie, aber allein das hier, Mann. Nee, ich werde definitiv drauf spielen. Ich meine, schau dir mal das an. Wie krass ist das bitte? Ich meine, Spawns Maps damals waren halt wirklich schon ganz geil. Aber, yo. Vor allem hier alles ist custom, hier ist ja nichts mehr vom Alten. Es sind ja hier null Flife-Texturen mehr drin. Das sind ja alles Custom-Texturen, ich meine, ihr seht das ja. Du siehst ja nichts mehr von damals. Klar, die Models und so sind alle gleich, aber sind alle komplett neu texturiert irgendwie. Hier kommen wir rüber zu den Cranes. Einfach nur unglaublich, Mann. Crafting Hub wieder, okay. Ja, klar, die Abrisskräne und so, die hier im Steinbruch arbeiten. Leute, hier ist eine Achterbahn. Leckt mich am Arsch, Alter. Die haben hier eine Achterbahn gebaut. Nee, oder so eine Art irgendwie. Alter. Oh. Ja, genau. Man kommt da rein. Dass man hier nicht noch irgendwie in so eine Minecart reinfährt, das wundert mich ja. Ja, das ist Wahnsinn. Ich bin so geflasht, Alter. Ach komm, hör doch auf. Wo bin ich denn, Mann? Das ist doch. Nee, also. Das ist nicht mehr Flife. Ich find's cool, Flife so zu sehen. Und ich meine, es zeigt halt auch wirklich ziemlich gut, dass Flife aber auch eine Zukunft haben könnte.
Also ich meine, es ist wirklich in der Zukunft in Form von einem zweiten Hype, von einem wirklich neuen zweiten Fly-Hype, also von dem echten, den richtigen Hype, meine ich jetzt hier so. Ich meine, mach mal einen Trailer, mach mal wirklich einen, oder sagen wir mal hier, wenn es das Offi wäre, nimm mal solche Maps, nimm mal die Grafik, nimm mal wirklich hier alles, was du hier gemacht hast, so siehst, und mach daraus irgendwie einen Trailer und bewerb das Ganze. Ist doch vollkommen egal, ob derjenige jetzt, also ich meine, selbst wenn er jetzt irgendwie verwöhnt ist von COD, von Fortnite oder was auch immer. Gut, Fortnite ist jetzt nicht direkt bekannt für Grafik, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich meine, mach davon mal einen Trailer und bewerb das, Alter. Sowas wird doch heutzutage noch locker gehen. Alter. Also ich meine, kann mir keiner sagen, dass hier wirklich kein Interesse dran hätte. Also ich meine, mit sowas kannst du Fly reviven, weil ich meine es mal im Ernst. MMORPGs haben alle eine scheiß Grafik. Und ich meine, das, was wir hier momentan sehen, das dürfte in der MMORPG-Branche schon oben sein. Ohne Witz, das dürfte schon wirklich weit oben sein. Ich meine, Black Desert war geil. Aber auch Black Desert war im Detail ein bisschen verwaschen. Das ist krass, Mann. Das ist krass. Das Problem ist, auf jedem anderen Server, wo ich jetzt drauf gehe, will ich mir so denken, boah, ist das hässlich? Ist das SD? Ist das so, wisst ihr? Ja, lol. Ja, lol. Das gibt's doch nicht. Diese verhasste Ding, was ich immer so kast hab. Alter, halt einfach ein Prestigeobjekt hier. Was ist denn das hier alles? Ich meine, wie kommt man denn an diese ganzen Texturen bitte dran? Ich meine, die haben doch nicht alles selbst gemacht. Könnt ihr mir nicht erzählen. Wir würden die Jahrzehnte dran hocken. Die zwei Mapper, die haben. Also ich meine, allein schon die ganzen Maps so zu machen und so, aber. Wie kommt man an so solche Texturen? Ich meine, es passt sich alles zusammen wie Faust aufs Auge. Alles so stimmig, alles so passend, alles so schön und super. Wie kommt man an sowas? Verstehe ich nicht. Ich verstehe ganz viel momentan nicht. Ich muss sagen, es ist ein bisschen Overkill hier alles, so ein bisschen dieser ultrarote Sonnenuntergang und so. Das ist schon ein bisschen Overkill. Verrückt. Das ist verrückt. Nee, das ist Wahnsinn. Was soll ich hier sagen? Was soll ich hier sagen? Yo, was ist das hier? Ah, das ist der Dungeon. Das ist Teil der Story, soweit ich weiß. Oder zumindest habe ich es so verstanden. Aber ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich gebe Dings so ein Dungeon, so ein. Okay, da unten stehen die NPCs. Hätten die entfernt, wäre wahrscheinlich der Server dann gecrashed. Ich glaube, in Fly ist es nämlich so, oder wenn man. Ja. Wenn man irgendwie die Dinge entfernt, NPCs entfernt, dann crasht der Weltserver. Deswegen kann man nicht entfernen, sondern muss das Ding da stehen lassen und irgendwie möglichst verdecken.
Ich bin kurz drüber in eine tote Wüste. Ja, sorry, wenn das Video hier lang wird oder so. Ich kann nichts machen. Nicht meine Schuld, beschwer dich bei denen, dass die ja sogar Maps bauen. Arena, Alter. Marsmine. Evilest Dungeon. Die kleine Mine war mal schon drin. Ja, Volcano. Ich hoffe, man kann Volcano rein. Savage Wilds, Aminos ist gleich. Forgotten Fracture. 500.000 fürs Betreten. Scheiße, Mann. Die hat sich auf alle Fälle halt grafisch, also auflösungsmäßig was getan. Klar, Textur natürlich auch und so, aber halt sonst ist das nicht so viel. Okay. Gibt irgendwie auch so ein Monsterbeschwörungssystem oder so. Also wenn man irgendwie einen Captain, also Kelting, glaube ich, spawnt der Boss oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, ich kann mir nochmal rein dann. Guardian Prime. Da waren wir gerade eigentlich. Ui. Ah, das habe ich gesehen im Trailer. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, ich merke es gerade schon. Die bauen wirklich Path of Exile nach. Treppen in Flife. Okay, funktioniert nicht, aber. Oh oh. Nein, ich sag's ihm bitte. Okay, ich bin stuck. Was gibt's als War vor? Okay. Adventure Captain. Ich denke, das ist wahrscheinlich alles Story dann. Was blitzt? Achso, ich dachte mir, ich muss zum Aufnehmen. Oha, was ist da draußen los? Alter Schwede. Die sind mehr Clockworks als Clockworks Flife. Irgendwie habt ihr schon gemerkt. Mit den ganzen Uhren und so und den Zahnrädern. Alter Schwede. Ich meine, ich bin nicht geflasht von dem, was ich sehe, sondern ich bin geflasht, dass ich das sehe, dass ich das in Flife sehe. So, versteht ihr? Auch diese Animation hier, Mann. Alles richtig krass animiert. Hier hinten die Zahnräder und so. Heftig. Arena. Ja, ich denke nicht so direkt. Evil Dungeon noch nicht, glaube ich. Auch komplett erneuert hier irgendwie. Alter Schwede, ey. Das kann Flife 2020 sein, ohne Witz. Ich meine, es gibt von so vielen Games ein Remake. So ein Remake von Flife. Ich meine, klar, kostet natürlich mega viel Geld und so. Verstehe ich vollkommen. Wenn ich Gala wäre, würde ich hergehen und sagen so, yo, verkauft die Maps. Weil ich meine, mit den alten Wishwash-Maps gewinnt man jetzt keinen Preis mehr. Aber mit sowas halt. Ich bin mir ziemlich sicher, damit wirst du halt auch heute noch irgendwie Spiel anziehen. Weil das ist halt nur noch krass. Nee, ich sag nichts mehr. Ich bin ruhig. Ich meine, Map. Ich weiß es halt nicht. Ich meine, okay, muss das so sagen, ist natürlich gerade so ein bisschen ein visueller Trick, der uns jetzt auch betrifft. Oder hier trifft. Und zwar, dass dieses durch die Veränderung der Sichtweite und dass dieser Fog halt eben, also dieser Nebel weg ist. Wirkt alles größer, alles wirkt so ein bisschen weitsichtiger, so ein bisschen wie so ein Weitwinkelobjektiv halt irgendwie. Und das macht natürlich schon mal extrem viel aus. Und deswegen es ist natürlich schon ein bisschen ein visueller Trick, der uns hier gerade auch ein bisschen alles ein bisschen schöner macht, als es vielleicht wirklich ist. Nein, nicht schöner macht, als es ist, aber halt alles ein bisschen verändert. Mit einem relativ
Ja, mit einem Trick einfach, sagen wir so. One Minute, ja, nee, nein, hör auf. Oh mein Gott, ey. Was haben wir nicht gesehen? Komm nicht rein. Dark 3, waren wir schon? Rhesus, waren wir? Sand Morning. Gehen wir mal kurz nach Flaris. Ja, das ist hübsch. Also, ich kann hier nur mal noch sagen, ich bin derbe geflasht. Was ich ja momentan sehe. Kann ich Screenshots machen? Geht das irgendwie? Keine Ahnung. Ich bin wirklich derbe geflasht. Und was ich wirklich sehe, ist das schönste Flive, was ich wahrscheinlich im ganzen Leben gesehen habe. Wahrscheinlich auch sehen werde. Wenn ich jetzt mal hier realistisch sein darf. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was wir momentan sehen, ist halt wirklich. Das ist halt wirklich einzigartig. Ich meine, sowas, glaube ich, gibt es kein zweites Mal. Und ja, ich weiß, ich. Kann man nicht aufhören zu fliegen, Mann. Nein, noch auf diesen Bugs. Server down? Ach nee, oder? Jetzt schon? Hallo? Kann ich hier irgendwie. Server kann ich nicht mehr steuern, wenn das Server down ist. Okay, ich denke mal, hier fliegen wir auf alle Fälle ins Nichts, ins Void. Und es ist wahrscheinlich ist ein ganz cooler Moment, um zu sagen, das ist das Ende vom Angespielt. Ich bin geflasht. Das war wirklich ein unglaublich cooles Erlebnis hier. Visuell und zeigt auch wirklich, was mit Flife machbar und möglich wäre. Und ja, Props an das Apex-Team. Wahnsinn. Was ihr auf die Beine gestellt habt. Ich kann nichts sagen. Ich kann echt nichts sagen. Content-mäßig und so, das ist ein anderes Thema. Da habe ich persönlich ziemlich große Bedenken momentan. Aber ansonsten, was ich hier so gesehen habe, also was meine Augen gesehen haben, wow. Wirklich wow. Das ist. Ja, gut ab. Also, krass. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.